Hallo, schön, dass ihr dabei seid zu einem herbstlichen Früchtekuchen. Dazu brauchen wir Butter, Mehl, Eier, Zucker, Backpulver, Speisestärke, Vanillezucker und etwas Milch. Außerdem brauchen wir noch gemahlene Mandeln, nochmal einen Esslöffel Mehl und Früchte eurer Wahl wie Zwetschgen, Trauben, Äpfel und Birnen. Als erstes werden natürlich die Früchte gewaschen und anschließend klein geschnitten, eventuell noch geschält und entkernt. Die genauen Mengenangaben sowie das Rezept zum Nachlesen findet ihr wie immer unten in der Infobox. Die findet ihr genau hier unter dem Video. Nachdem alle Früchte klein geschnitten sind, nehmt ihr euch den Esslöffel Mehl, gebt das bei die gemahlenen Mandeln dazu, verrührt es miteinander und streut es anschließend über die geschnittenen Früchte. Einmal kurz verrühren und zur Seite stellen. Als nächstes bereiten wir den Teig vor. Dazu nehmt ihr euch die Schüssel mit dem Mehl, gebt dort Speisestärke und Backpulver dazu und verrührt es einmal miteinander. In einer separaten Schüssel wird dann die Butter mit dem Zucker weiß schaumig aufgeschlagen. Vanillezucker könnt ihr dann auch mit dazu geben. Wer möchte, kann das Ganze jetzt noch mit etwas Vanilleextrakt verfeinern. Danach werden nach und nach die Eier mit untergerührt. Zum Schluss dann die Mehlmischung mit der Milch abwechselnd mit in den Teig einrühren. Das Ganze natürlich dann so lange verrühren, bis ein schöner glatter Teig entsteht. Anschließend werden die Früchte mit in den Teig gegeben und das Ganze mit einem Gummischaber ordentlich untergehoben. Den fertigen Teig könnt ihr dann in eine Kastenform oder Gugelhupfform, je nachdem welche ihr haben wollt, abgefüllt werden. Der Kuchen kommt dann für etwa 50 bis 60 Minuten bei 170 bis 180 Grad in den Backofen. Nach dem Backen stülpt ihr den Kuchen um und löst ihn vorsichtig aus der Form. Anschließend lasst ihr den Kuchen einfach nur noch auskühlen und könnt ihn dann mit etwas Puderzucker bestreuen oder auch einer Schokoglasur. Und fertig ist der super leckere herbstliche Früchtekuchen. Ich hoffe, das Rezept hat euch gefallen. Zeigt es mir mit einem Däumchen nach oben, probiert es auf jeden Fall aus und schreibt mir eure Meinung unten in die Kommentare. Ansonsten freue ich mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen hier auf meinem Kanal. Tschüss!